Ja, in unserer nächsten Vorlesung möchte ich das große Thema die Rauheit des Flusses mit Ihnen behandeln und Ihnen die notwendigen Videos vorstellen, die Sie schauen müssen und die entsprechenden Kapitel, die Sie im Skript bzw. Buch lesen müssen. Es geht im Wesentlichen um Folgendes. Wir hatten in der letzten Vorlesung gelernt, je größer das Gefälle eines Flusses ist, desto größer ist natürlich die Strömungsgeschwindigkeit und desto kleiner ist die Wassertiefe. Überflutungsgefahr nimmt damit ab. So, und jetzt gibt es noch einen zweiten Parameter und das ist die Rauheit des Flusses. Je größer die Rauheit des Flusses ist, desto kleiner ist die Strömungsgeschwindigkeit. An einem rauen Fluss reibt sich das Wasser natürlich mehr als an einem sehr glatten Flussbett, was das auch immer bedeutet. Und desto größer ist die Wassertiefe. Wenn wir also Hochwassergefahren bekämpfen wollen, dann müssen wir einen Fluss wenig rau gestalten. Ja, und was eigentlich Rauheit ist, damit wollen wir uns in diesem Kapitel beschäftigen. Und es wird sich schon gleich herausstellen, dass ein naturnaher Fluss in der Regel sehr rau ist, was also der Hochwassergefahr widerspricht. Sie können sich auch vorstellen, wenn Sie dieses Bild sich anschauen, wenn wir viel Bewuchs in einem Fluss haben, dann ist der Fluss ebenfalls sehr rau. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass man ein verkrautetes Gewässer, wenn man Hochwasser verhindern will, immer von Vegetation befreit, wie man so schön sagt, entkrautet. Und das vermindert ebenfalls natürlich so etwas wie die Biodiversität unserer Fließgewässer. Lesen sollen Sie dazu das Kapitel 4, die Beschreibung der Rauheit, und schauen sollen Sie dazu Fließgewässer 8, das ist ein historischer Rückblick, Fließgewässer 9 will ich Ihnen die Gaukler-Manning-Strickler-Formel vorstellen. Fließgewässer 11 geht es dann weiter, 10 hatten wir schon. Fließgewässer 11 kommt dann das Konzept der Normalwassertiefe. So, und dann, was wir ebenfalls in diesem Block machen wollen, sind Trapezprofil, Doppeltrapezprofil und Modellierung von Schlüsselkurven. Und das, ja, das ist alles relativ viel und soll Sie dann natürlich die nächsten 2 Doppelstunden beschäftigen. Zunächst erstmal, die erste, der sich mit Rauheit beschäftigt hat, war Bazin und der hat unterschiedliche Gewässer unterschieden, sehr glatte Gewässer, glatte Wände, weniger glatte Wände, Wände in der Erde und hat daraus den Chézy-Koeffizienten, den Sie letztes Mal schon kennengelernt haben, bestimmen können. Er hat also festgestellt, dass umso rauer die Bewandung eines Gewässers ist, umso kleiner ist dieser Chézy-Koeffizient, umso größer ist die Widerstandskraft des Gewässers. Das war also der erste, der sich damit beschäftigt hat. Wir werden allerdings diese Bazin'schen Überlegungen oder Formeln oder Ansätze heutzutage nicht mehr verwenden. Die nächsten, die sich damit beschäftigt haben, war Gaukler. Gaukler hat die Geschwindigkeit ebenfalls als Funktion der Rauheit eingestellt und zwar für groß geneigte oder für stark geneigte Gewässer und für weniger stark geneigte Gewässer, hat dann Parameter dafür eingeführt, ähnlich wie Bazin. Also Mauerwerk beispielsweise, das wäre jetzt ein Gerinne, dann Erde ohne Pflanzen, mit Pflanzen und hat eben damit festgestellt, dass die Rauheit sich damit entscheidend verändert. Entscheidend verändert, hat 2 Fälle unterschieden und später wurde dann der eine Fall weggelassen und daraus ist dann heute so etwas wie die Formel von Gaukler-Manning-Strickler hervorgegangen, die heute immer noch verwendet wird. Ich mag sie nicht so sehr. Allerdings sollten Sie sie zumindest kennen, damit Sie, falls die irgendwo in Ihrer zukünftigen Praxis einmal vorkommt. Ja, was dann klassischerweise immer verwendet wird, ist die Formel von Weisbach oder was wir heutzutage verwenden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die antreibende Handabtriebskraft minus die Reibungskraft, so wie wir es in Rohrströmungen auch kennengelernt haben, und deswegen gibt es dazu kein eigenes Video, dass das genauso funktioniert wie in Rohrströmungen. Und damit können wir so etwas wie die Neigung des Flusses bestimmen. Das ist die Neigung des Flusses oder aus der Neigung des Flusses den Durchfluss bestimmen. Hier steht V, die Geschwindigkeit, und daraus können wir uns den Durchfluss bestimmen, etc. etc. Und dieses Lambda, und deswegen gibt es dazu ebenfalls kein Video, weil wir das schon gehabt haben, dieses Lambda berechnet man aus dem Ansatz von Kohlburg-Weith, für die wir ein eigenes Programm entwickelt hatten.
So, also heutzutage und alle folgenden Berechnungen werden dann immer nach diesem Rauheitsgesetz von oder nach diesem Widerstandsgesetz von Weisbach gemacht, mit dem Koeffizienten nach Kolbrook-Weit. Dafür haben Sie das schon und das sollen Sie eben vor allen Dingen in dieser Vorlesung für verschiedenste Gewässer üben. Also unser Grundgesetz ist nichts anderes. Hangabstriebskraft ist gleich Widerstandskraft. Die Rauheit des Gewässers wird dabei durch den Widerstandsbeiwert Lambda beschrieben. Und dieser Lambda-Widerstandsbeiwert ist im Wesentlichen vom Ks abhängig. Und das ist im Prinzip nichts anderes als dreimal der Korndurchmesser. Und das werden Sie dann entsprechend üben. Ja, das Erste, was wir dann uns anschauen, ist das Trapezprofil. Wir werden dann hier ebenfalls so etwas einführen wie der hydraulische Durchmesser. Hier nochmal, wenn wir das ein bisschen auflösen, dann bekommen wir einen neuen Durchmesser, der dem Rohrdurchmesser entspricht. Ein Gerinne ist ja kein Rohr, aber man kann im Prinzip dem Gerinne so etwas wie einen Rohrdurchmesser zuordnen. Das ist der hydraulische Durchmesser. Das sollen Sie ebenfalls dann in der entsprechenden Vorlesung, glaube ich, über Chaisie sich genauer anschauen. Und dieser hydraulische Durchmesser, ja, der ermöglicht es uns dann eben verschiedene Querschnittsprofile zu erfassen. Das erste Profil, was wir erfassen wollen, ist das klassische Trapezprofil. Das Rechteckprofil ist relativ einfach. Das etwas kompliziertere ist das Trapezprofil. Sie müssen also den hydraulischen Durchmesser des Trapezprofils bestimmen können. Und dann können wir uns mit diesem hydraulischen Durchmesser und dem Querschnitt letztendlich tatsächlich den Durchfluss oder die Wassertiefe bestimmen in einem klassischen Trapezprofil. Das muss man einfach nur mal aufschreiben. Das heißt, hier steht die komplizierte Formel für den hydraulischen Durchmesser, hier der Querschnitt eines Trapezprofils und hier die Widerstandskraft. Und wenn man das dann auflöst, bekommt man so etwas wie ein Polynom in der Wassertiefe heraus. Und dieses Polynom in der Wassertiefe muss man ja algebraisch sich so umformen, dass da am Ende irgendetwas sowas steht wie h hoch 6 plus h hoch 5 plus h hoch 4. Dann nehmen Sie das Polynomverfahren und können sich dann für einen gegebenen Durchfluss letztendlich die Wassertiefe in so einem Gewässer bestimmen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, was Sie hier üben sollen. Und natürlich gibt es nicht nur Trapezprofile, sondern viel komplexere Profile. Der Weg ist allerdings immer derselbe. Etwas komplizierter ist das Doppeltrapezprofil, was wir immer in Natur immer wieder haben. Wir haben also ein Gewässer, was trapezähnlich ist. Dann haben wir ein Vorland und da ist hier sowas wie ein Sommerdeich beispielsweise oder irgendein anderer Deich und bis dahin geht es einigermaßen flach hin und dann kann man sich auch von einem so einem sogenannten Doppeltrapezprofil Querschnitt und hydraulischen Durchmesser bestimmen. Dann bekommt man natürlich noch ein komplexeres Polynom heraus, was ich Ihnen im Skript angegeben habe und dann können Sie sich hier für einen gegebenen Durchfluss ebenfalls dann die Wassertiefe bestimmen, indem Sie das Polynom lösen. Ja, und das nächste Thema ist dann, wenn wir uns das anschauen, dass Sie auch so ein bisschen das wasserbaulich beschreiben können, wo soll denn der Hochwasserschutzdeich hin? Wenn wir also ein Trapezprofil in einem geneigten Vorland haben, dann steigt der Wasserstand und das werden wir so ein bisschen untersuchen kontinuierlich an, aber in diesem geneigten Vorland geht es natürlich sehr weit bei ansteigendem Wasserstand hinaus. Die Breite des Gewässers nimmt sehr stark zu, das ist hier die grüne Kurve hier an der Stelle, nimmt sehr stark zu, wenn wir hier ein stark oder ein sehr flaches Vorland haben. Wenn wir jetzt hier ein Deich hinbauen, um das Vorland zu schützen, dann haben wir einen anderen Fall, dass natürlich dann der Wasserstand hier sehr stark ansteigt in diesem Gerinne. Wir haben also dann hier einen großen Wasserstand und irgendwann kann es eben passieren, dass uns unser Deich überflutet. Wir suchen also so etwas wie eine Idealform zwischen Breite und Höhe des Gewässers, wo wir dann also den Deich in einer gewissen Entfernung von unserem Gewässer bauen, damit wir hier einen möglichst großen Querschnitt haben, aber ja, so viel oder nicht so viel Fläche überflutet haben, dass irgendwelche Kulturgüter davon betroffen sind. Das ist dann sozusagen das Anwendungsthema, wo soll eigentlich, oder dass wir ein bisschen verstehen, dass wir hier eine große Breite bei Überflutung haben, dass wir hier eine große Höhe bei Hochwasser haben und dass wir hier irgendwie so etwas wie ein ökonomisches und ein ökologisches Optimum suchen. Dann gibt es verschiedene Klausuraufgaben, die Sie dann lösen sollen. Trapezgerinne vorgegeben und Sie sollen sich aus der Wassertiefe den Durchfluss bestimmen können. Dann gibt es, ja, hier wird, glaube ich, das Rechteckprofil, da sollen Sie mal ein bisschen strikter üben.
und das anwenden und hier dann ebenfalls nochmal Trapezprofil das Gefälle bestimmen bei einer gewissen vorgegebenen Strömungsgeschwindigkeit. Alle diese Aufgaben, ich gehe nicht davon aus, dass in einer Klausur das Doppeltrapezprofil drankommt, aber das Trapezprofil und das Rechteckprofil auf jeden Fall. Sie sollten also immer alle Möglichkeiten durchprobieren, dass Sie dann tatsächlich dazu auch Aufgaben können und das auch selbstständig machen, indem Sie eben entweder das Gefälle bestimmen müssen, den Durchfluss bestimmen müssen oder die Wassertiefe. Dreiecksprofil ist auch so ein klassisches Profil hier, so eine klassische Aufgabe, so ja, wie Sie sie dann auch in keine Panik, Strömungsmechanik und ähnlichen Büchern oder und ja finden. So, und das letzte Kapitel, was in diesem oder das letzte Thema, was in diesem Kapitel angesprochen werden soll, ist die Sohlschubspannung. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass dieses ganze Thema Normalabfluss dadurch entsteht, dass die Hangabtriebskraft gleich der Widerstandskraft des Flusses ist. Und die Widerstandskraft kann ich oder eine Kraft kann ich immer als Spannung darstellen. Spannung, Kraft ist Spannung mal Fläche. Die überflossene Fläche ist eben der Umfang des Gewässers oder der benetzte Umfang des Gewässers mal Länge. Und daraus bekomme ich dann so etwas wie die Spannung an den Rändern des Gewässers raus und das nennt man Sohlschubspannung. So, und die Sohlschubspannung kann ich dann eben entweder daraus bestimmen, dass ich weiß, dass sie gleich dem Gefälle ist, geteilt durch die Fläche. Dann bekomme ich so etwas wie die Schleppspannungsformel heraus oder ich nehme unsere Abflussbeziehung, das heißt die Widerstandsformel, hier die Chézy-Formel und bekomme da eine Aussage über die Sohlschubspannung heraus, hier die Strickler-Formel und hier die Weisbach-Formel. Das wären die Möglichkeiten, die Sohlschubspannung berechnen. Damit machen wir in diesem Kapitel noch nichts, aber später werden wir die elementar benötigen, denn letztendlich ist entscheidet die Sohlschubspannung darüber, ob unser Gewässerboden, unser Gewässerbett letztendlich stabil ist oder ob die Sedimente, die dort liegen, letztendlich weggetragen werden und wir durch vielleicht eine Baumaßnahme eine instabile Gewässersohle bekommen.